jeder redet zurzeit nur noch von künstlicher Intelligenz und wie einfach man durch ChatGPT, Midjourney oder andere AI-Tools reich werden kann. Und genau das will ich in diesem Video ausprobieren. Denn ich werde 7 Tage lang versuchen, mit künstlicher Intelligenz online Geld zu verdienen und mit der Hilfe von AI mein eigenes Business starten. Mein Plan ist es, mit der Hilfe von Midjourney, einem AI-Programm, welches digitale Kunst erstellt, die es so noch nie davor gegeben hat, Bilder zu erstellen und diese dann auf Stock-Image-Seiten wie Adobe Stock anzubieten, um so eine passive Einnahmequelle zu generieren, da ich die Bilder dann auch nur einmal erstellen muss und diese dann für immer dort verkaufen kann. Da ich aber keine Ahnung habe, wie man gute Bilder mit Midjourney erstellt und dort bis jetzt nur ein bisschen rumprobiert habe, schaue ich mir erstmal ein paar Videos dazu an, um zu sehen, mit welchen Befehlen man überhaupt gut aussehende Bilder erstellen kann. Ich habe mich jetzt schon so 1 bis 2 Stunden mit diesem gesamten Thema befasst und habe das Gefühl, dass ich schon einiges dazugelernt habe. Und damit du es auch verstehst, fasse ich das Ganze einmal kurz zusammen. Und zwar funktioniert Midjourney so. Du musst auf die Website von Midjourney gehen und kannst dich dort mit deinem Discord-Account anmelden. Ein Discord-Account ist auch komplett kostenlos. Dort wirst du dann auf dem Midjourney Discord weitergeleitet, wo du dann den Newbies-Channel gehst und dort deine ersten eigenen kostenlosen Bilder erstellen kannst. Da ich aber sehr viele Bilder erstellen will und diese dann natürlich auch verkaufen will, habe ich mir mal für $10 im Monat den Basic-Plan geholt, womit ich so ca. 200 Bilder im Monat generieren lassen kann. Da die 20 Bilder, welche man am Anfang kostenlos erstellen kann, wahrscheinlich nicht für das, was ich vorhabe, ausreichen werden. Da die Channel auf diesem Midjourney-Discord immer komplett überfüllt sind und man seine eigenen Bilder kaum wiederfindet, wenn diese erstellt wurden, habe ich einfach einen eigenen Discord erstellt und danach den Midjourney-Bot bei mir auf dem Discord hinzugefügt. So kann ich ihm einfach in Ruhe Befehle geben, ohne dass hunderte Bilder von anderen dazwischen gespammt werden und ich ewig lang suchen muss. Damit die AI jetzt auch ein Bild für mich erstellt, muss ich /imagine und danach die Prompts im Textfeld eingeben, welche das Bild, welches du erstellen willst, beschreibt. Ich nehme jetzt einfach mal Futuristic Humanoid Robot, covered in a white porcelain skin, red eyes, volumetric lighting, sharp reflection und hyper detailed. Am Ende nehme ich noch --AR3.4 und --V4. Was diese ganzen Befehle bedeuten, erkläre ich dir auch jetzt. Dabei erkläre ich in den ersten 3 Abschnitten der AI, was sie überhaupt erstellen soll. Danach gehe ich auf die Belichtung des Bildes ein und füge mit Sharp Reflection Hyper Detailed noch entsprechende Prompts ein, damit das Ganze auch gut aussieht. Mit AR2.3 bestimme ich das Format des Bildes und mit V4 erkläre ich der AI, dass sie die neueste Version von Midjourney, also Version 4, anwenden soll. So viele Punkte musst du aber auch nicht reinschreiben, das ist einfach nur, damit du ein gutes Bild hinbekommst. Es reichen natürlich auch schon weniger Befehle und du kannst einfach nur einen normalen Satz einfügen, was du haben willst und dann generiert die AI dir auch schon was Cooles. Wie du siehst, werden innerhalb kürzester Zeit dann 4 Bilder generiert, welche meiner Meinung nach auch richtig gut aussehen. Wenn mir jetzt eins davon besonders gut gefällt, kann ich auf U, also in meinem Fall U4, weil mir das am besten gefällt, gehen und die AI upscale dieses Bild für mich, sodass dieses Bild eine noch höhere Auflösung hat. Und so sind die Anwendungszwecke einfach gigantisch. Ich könnte bei dem genau gleichen Text jetzt auch einfach Blue Eyes anstatt Red Eyes eingeben und bekomme dann 4 komplett neue Bilder generiert. Jetzt habe ich das ganze Bild generiert und damit die Auflösung auch gut genug für Adobe Stock ist, füge ich das Bild, welches ich vorhin upgescaled habe, jetzt in ein Image Enlarger Tool ein, damit es eine noch höhere Auflösung bekommt und es bei Adobe Stock eingereicht werden kann. Nachdem das erledigt war, habe ich mich aber bei Adobe Stock angemeldet und dort das Bild hochgeladen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mit einem anderen Bild, welches ich aber auch schon erstellt habe. Nachdem das Bild bei Adobe Stock hochgeladen ist, musst du bei AI-generierten Bildern den Dateityp immer auf Illustration stellen, dann einfach die Kategorie auswählen und dann noch einen Haken da reinsetzen, dass es von einer KI erstellt wurde. Jetzt musst du das Bild einfach nur noch benennen und passende Keywords dort einfügen und kannst es dann oben rechts bei Adobe Stock einreichen. Wie du siehst, sind meine Statistiken bei Adobe Stock auch noch komplett auf 0, was wir natürlich über die nächsten 7 Tage versuchen zu ändern. Ich saß jetzt ca. 2 Stunden daran, Bilder mit Midjourney zu erstellen und diese dann bei Adobe Stock einzureichen. Das Problem jetzt ist, dass die Bilder von Adobe Stock noch geprüft werden müssen. Was bedeutet, dass ich jetzt erstmal bis morgen abwarte und hoffe, dass bis morgen alle Bilder geprüft worden sind und freigegeben wurden. Bis morgen tue ich auch noch mehr Bilder generieren und diese bei Adobe Stock einreichen, damit die Chance einfach höher ist, dass auch Bilder verkauft werden. Also sehen wir uns dann morgen wieder. Wenn euch die Experimente auf meinem Kanal gefallen, vergesst doch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Inzwischen ist es schon der 2. Tag des Experimentes und es hat sich schon langsam was getan. Es wurden nämlich schon 2 Bilder von Adobe Stock geprüft und akzeptiert. Alle restlichen Bilder, die ich auch schon erstellt habe, werden von Adobe aber immer noch geprüft. Und ein Bild wurde leider bereits abgelehnt. Was aber daran lag, dass ich das AI-generierte Bild als Gameboy betitelt habe. Und dieser Begriff natürlich rechtlich geschützt ist. Ich habe über den gesamten Zeitraum bis jetzt auch nochmal viel, viel mehr Bilder erstellt. Und auch alle weiteren bei Adobe Stock eingereicht. Und hoffe, dass auch endlich alle anderen Bilder dort freigeschalten werden. Während ich aber
aber noch warten muss und währenddessen auch noch weitere Bilder erstelle. Habe mich aber währenddessen noch mit anderen Möglichkeiten beschäftigt, wie ich mit Midjourney noch Geld verdienen kann. Und habe dafür auch noch eine weitere spannende Idee gefunden. Und zwar habe ich eine Seite namens Wirestock gefunden, auf der ich meine mit AI generierten Bilder auch noch hochladen kann und diese dann komplett automatisch auf vielen verschiedenen Stock-Image-Seiten hochgeladen werden, sodass ich kaum Aufwand dafür habe, die Bilder überall einzeln hochladen zu müssen. Das Tool kostet zwar 13 Dollar im Monat, müsste sich meiner Meinung nach aber lohnen. Ich habe übrigens noch was echt Spannendes entdeckt. Und zwar gibt es bei Adobe Stock eine aktuelle Bestsellerliste. Dort kann ich sehen, welche Bilder am meisten verkauft werden und wie diese aussehen. So kann ich mich für die neuen Bilder, die ich erstellen will, daran orientieren und so Bilder erstellen, welche mit einer höheren Wahrscheinlichkeit benötigt und so auch gekauft werden. Das Beste aber ist, dass Adobe Stock schon meine ersten Bilder freigeschaltet hat. Das gibt mir nämlich viel Hoffnung, dass das Ganze ja auch funktionieren kann, da meine größte Angst war, dass vielleicht alle Bilder einfach abgelehnt werden. Deswegen werde ich mich jetzt noch ein paar mehr Bilder und Wirestock setzen und ich melde mich wieder, sobald es etwas Neues gibt. Es sind jetzt insgesamt inzwischen schon 5 Tage vorbei und Adobe Stock hat leider immer noch kaum Bilder überprüft und freigeschaltet. Deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, dass wir diesen ganzen Adobe Stock Wartepart überspringen und wir diese Tage einfach nicht in das Experiment mit reinrechnen. Deswegen werde ich mich bei euch wieder melden, sobald diese ganzen Bilder freigeschaltet sind, sodass wir auch wirklich sehen, ob man mit solchen Stockfotos auch Geld verdienen kann. Es ist jetzt der 8. Tag im Experiment, also für uns quasi jetzt der 4. Tag und es hat sich endlich etwas getan. Adobe Stock hat es endlich geschafft, alle meine Bilder zu überprüfen. Dabei wurden ca. 40 Bilder akzeptiert, 7 wegen mangelnder Qualität abgelehnt und 3 von den Bildern musste ich nochmal neu submitten. Da Adobe gedacht hat, dass es sich bei den Menschen in diesen Bildern um echte Personen gehandelt hat. Deswegen musste ich bei diesen 3 Bildern noch in die Caption mit angeben, dass es sich um keine echten, sondern AI-generierten Menschen handelt und habe diese 3 dann einfach wieder zur Überprüfung gegeben. Tatsächlich ist auch noch etwas passiert, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. Und zwar kam direkt am ersten Tag, nachdem alle Bilder überprüft und freigeschaltet wurden, der erste Download rein. Dabei handelt es sich um dieses Bild, welches eine Data Security Protection auf einem Laptop darstellt. Und für diesen einen Download wurden mir 99 Cent bezahlt, was ich für einen Download vom Preis her eigentlich ganz in Ordnung finde. Vor allem, da ich dieses Bild in wenigen Sekunden nur mit AI erstellt habe. Meine Taktik ist es jetzt in einem Themengebiet, wo ein Bild von mir gekauft wird, noch viel mehr Bilder zu erstellen. Das heißt, dass ich jetzt im Data Security Bereich nochmal 15 bis 20 neue Bilder erstellen werde, da dieser Bereich ja anscheinend gut auf Stock Image Seiten funktioniert und ich damit natürlich dann am meisten auch verdienen kann. Ich bin aber jetzt mal sehr gespannt, ob dieser Download direkt am ersten Tag reiner Zufall war oder ob über die nächsten Tage nochmal einige mehr Downloads reinkommen werden und wie viel Geld ich über die nächsten 3 Tage noch so komplett passiv verdienen kann. Ich erstelle jetzt aber erstmal diese neuen Security-Bilder und melde mich wieder zurück, sobald es etwas Neues gibt. Da ich denke, wenn man viel Zeit mitbringt, man mit dieser Methode auf jeden Fall viel Geld verdienen kann. Der 6. Tag unseres Experimentes hat begonnen und ich habe mich gestern nochmal dran gesetzt, 15 neue Stockbilder im Security Protection Bereich zu erstellen und diese natürlich auch wieder auf Adobe Stock hochzuladen. Diese sind alle auch wieder sehr gut geworden, nur das Problem ist, dass ich denke, dass es jetzt wieder einige Tage dauern wird, bis Adobe die ganzen Bilder freigeschalten hat. Ich habe mich auch noch dran gesetzt, einen Fiverr-Gig zu erstellen, indem ich einen Service zum Erstellen von individuellen AI-Artworks angeboten habe. Auf diesen habe ich nach ein bisschen mehr als 24 Stunden schon über 80 Impressionen bekommen, aber leider noch kein Auftrag. Ob noch ein Fiverr-Gig und weitere Downloads bei Adobe Stock reingekommen sind, zeige ich euch morgen am letzten Tag unseres Experimentes. Es ist soweit, nach einer ein wenig verlängerten Woche ist der letzte Tag des Experimentes mit AI-Art Geld zu verdienen vorbei. Und das Ergebnis wird euch wahrscheinlich genauso überraschen, wie es mich überrascht hat. Und zwar habe ich, nachdem ich über eine Woche versucht habe, mit AI-generierten Stockbildern und dazu einem passenden Fiverr-Gig Geld zu verdienen, ganze 3 Downloads generiert und damit 2,93 Dollar verdient. Wobei mein Cybersecurity-Bild alle 3 der ganzen Sales war und mir pro Download ca. 98 Cent eingebracht hat. Du wirst jetzt wahrscheinlich denken, wow, was ist dieses Business für eine Zeitverschwendung und es lohnt sich auf gar keinen Fall. Ich bin ehrlich gesagt aber einer ganz anderen Meinung. Ja, es ist schon enttäuschend, wie wenig Geld ich jetzt über diese Zeit verdient habe. Und dass der Arbeitsaufwand sich bis jetzt auf gar keinen Fall gelohnt hat, steht natürlich außer Frage. Aber wenn man es jetzt einmal aus einem anderen Blickwinkel sieht und feststellt, dass eins von nur 50 Bildern schon 3-mal verkauft wurde und das innerhalb weniger Tage und man zusätzlich noch bedenkt, die ganzen anderen Cybersecurity-Bilder, die ich noch erstellt habe, wurden noch gar nicht überprüft und freigeschalten, denke ich, dass der größte Fehler von mir war, dieses Experiment nur eine Woche lang zu machen, da man in so einer kurzen Zeit mit diesem Business keine aussagenden Ergebnisse erzielen kann. Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass die ganzen anderen Bilder auch noch alle freigeschalten sind, diese wiederum dann auch wieder verkauft werden und das nicht nur für eine kurze Zeit, sondern du kannst diese Bilder für immer auf diesen Stockseiten anbieten. Und dann, wenn man dieses Business überhaupt erstmal richtig verstanden hat, also welche Bilder gut verkauft werden und welche nicht,
wo man dann ein paar hundert dieser guten Bilder auf diesen Stockseiten online hat, kann man dann locker nebenher ein paar hundert Euro monatlich komplett passiv verdienen, ohne jeweils wieder damit Arbeit zu haben. Und wenn man es aus diesem Blickwinkel sieht, finde ich dieses Business sogar sehr, sehr gut. Darum werde ich jetzt auch auf gar keinen Fall aufgeben und dieses Business noch weiter durchziehen und euch dann so bald wie möglich ein neues Video dazu machen. Und wenn dich das interessiert, solltest du meinen Kanal auf jeden Fall abonnieren, um das nicht zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Wenn du aber sehen willst, wie ich in kürzester Zeit mein eigenes Business nur mit AI erstellt habe oder 5 unglaubliche AI-Tools zum Geld verdienen sehen willst, dann klicke einfach auf eines dieser beiden Videos. Das war's mit dem Video, danke fürs Zuschauen und ciao.